Also die zwei Jungs muss ich hier nicht vorstellen. Nils und Fritz, also hier eingespannt. Wir haben ja vorhin schon vom Ruhm gehört, ein Zahnrädchen geht ins andere bei euch, bei der Fischmarkt-Crew. Und heute ist alles aufgegangen, oder? Lass mal erstmal hier Fritz sagen. Respekt, Wahnsinn. Wie fühlst du dich danach? Ja, wie fängt man so ein Interview an? Ich kann es noch nicht begreifen. Ich kann es noch nicht begreifen. Ja, Schwimmen hat sich erstmal richtig scheiße angefühlt. Es war ja das erste Mal auch in so einer richtig großen Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da drin? 300 oder so? Ja, also von Anfang bis Ende hatte ich immer irgendwelche Scheißfüße im Gesicht und konnte eigentlich überhaupt keinen Rhythmus schwimmen. Und ich habe immer daran gedacht, hier Johann hat gesagt, Frequenz hoch, bla. Aber konnte ich eigentlich nicht so richtig. Aber, aber es hat sich halt einfach scheiße angefühlt. Aber ich hatte auch keine Uhr dran. Also ich wusste jetzt wirklich erst nach dem Rennen überhaupt, was es für eine Zeit war. Ja, man hätte mir alles sagen können. Also es hat sich irgendwie, hatte ich überhaupt kein Gefühl. Aber es hat sich ausgezahlt. Es war relativ gut und Es waren 8:10. Jetzt kannst du es ja mal loslassen, ja, oder? Ach so, in Summe. Ja, also 14? 8:14. Overall Sieger. 59 Minuten geschwommen. Genau, das haben wir ja schon festgehalten. Also wirklich Respekt hier auch an Trainer Nils. Hast du gedacht, dass das hier heute möglich ist? Ich habe ja vorgestern war es im Podcast aus Spaß gesagt, dass ich ihm schon zutraue, die Einzel-2 zu knacken, weil er wirklich viel gemacht hat. Und dass es in 59 wird, ist natürlich sensationell. Ich wusste aber auch, dass er ohne Uhr schwimmt, das hatte ich auch gesagt, damit er sich gar nicht erst irgendwie aus der Ruhe bringen lässt. Aber ja, habe ich ihm wirklich zugetraut, doch. Fritz, sag nochmal ganz kurz, wie hat sich der Tag heute angefühlt? Du hast gesagt, Schwimmen hat sich scheiße angefühlt, dann ging es aufs Rad. Ruben hast du relativ schnell irgendwie gehabt und abgehängt. War das irgendwie ein einsamer Tag und du hast einfach nur runtergeguckt und auf die Kurbel gehauen, was du, wie du sonst machst? Nein, tatsächlich habe ich gleich von Anfang an ein bisschen drauf gedrückt und dann hat mich schon beim ersten Anstieg einer zurück überholt. Dann habe ich mir gedacht, na scheiße, wahrscheinlich bin ich anscheinend doch gut geschwommen, weil da noch auch andere Fahrradfahrer bei mir waren halt. Ne? Das war auch das erste Mal der Fall, vor allem so früh. Also auch ja, in der Kombi Radfahren, vorher schwimmen. Und da waren dann gleich irgendwie ein paar Schnelle um mich rum. Und da habe ich tatsächlich auch mal Ruhe bewahrt, kurzzeitig. Weil ich ja wusste, dann Richtung Greding geht es die ganze Zeit bergab und ist schnell. Und da habe ich dann ab und zu mal die Initiative ergriffen und habe auch ein paar Ansagen in der Gruppe gemacht, dass auch mal wer anders vor soll. Wurde gelutscht in der Gruppe? Es wurde gelutscht natürlich, aber es war noch, ich würde sagen, im Rahmen. Konnte man dann frei fahren oder waren so viele Leute auf der Strecke, dass man einfach irgendwie in der Gruppe dann einfach aufgerollt ist? Das war ja erste Runde, also weiß ich nicht, wir waren irgendwie eine 5-6-Mann-Gruppe. Okay. Und ja, da ist dann jeder mal vorgefahren. So ab und zu war es mir dann wirklich auch zu langsam. Dann bin ich aber Greding den Berg dann auch noch hochgeknallt. Da sind die da auch irgendwie, hatten ordentlich Watts auf dem Pedal. Und dann war ich auch froh oben auf der Höhe, ja, dass ich dann jemanden vor mir hatte und nicht selber fahren musste. Mhm. Und dann bin ich noch zurück. Ja. Und da im Gegenwind war dann mal einer wieder vorne. Also es war auf jeden Fall ein richtig langer Tag auf dem Rad, wie man es jetzt hört. Ne? Du kannst da Geschichten erzählen. Nee, nicht abkürzen, aber... Es war auf jeden Fall so, dass mir jede Gruppe, die ich hatte, dann doch irgendwann zu langsam war. Ja. Und dann halt gedacht habe, ich muss die Initiative ergreifen. Ja. Und dann bin ich dann immer schon ein bisschen attackiert und weggefahren, weil ich jetzt nicht irgendwie alle mitnehmen wollte. Ja. Und so ging das 1, 2 und in der dritten Gruppe, auf die ich dann alleine aufgefahren bin, war Ruben. Ja. Da habe ich dann auch ein bisschen die Initiative ergriffen, habe gesagt, ey Ruben, ey Paul Simmers, come on, die anderen lutschen doch nur, lass mal zu dritt kreiseln schön. 1 Meter Abstand? Nee, aber okay. Aber nochmal Spaß beiseite hier. Man weiß ja von dem Trainer, dass er auf jeden Fall akribischer Planer ist. Und Nils, hast du das denn so geplant, das Ganze, dass das Rennen so bei ihm läuft? Auch von der Zeit her ungefähr, hast du gewusst, dass er auf der Timeline da auch ist? Oder ist er da einfach vorne schneller rausgefahren, als du das gedacht hättest? Nee, also wir sind schon so, dass wir wirklich
eigentlich eher auch nach Watt. Du kannst ja die Zeiten einfach ganz schwer vorhersagen. Wie sind die Windbedingungen und sowas alles. Und wir haben es ja, das ist ja das Lustige daran, auch schon im Podcast gesagt, dass wir so eine 8,25 anpeilen. Und beim Radfahren, oder Entschuldige, beim Radfahren eine 4,25 anpeilen. Und mir war schon klar, dass Fritz beim Radfahren dieses Jahr auch nochmal einen Sprung gemacht hat. Also es ist wirklich krass. Und ich habe schon damit gerechnet, als ich gesehen habe, wie gut er geschwommen ist, dass wir auch das Tapering on point hinbekommen haben. Weil wenn du in deiner schwächsten Leistung schon on point performst, ist klar, dass das Radfahren und Laufen auch funktioniert. Und von daher habe ich dann schon damit gerechnet, dass er auch relativ schnell zu Ruben auffährt. Dann war Philipp Herber natürlich auch sicherlich einer der weltbesten Amateure, so ein Punkt, wo wir gedacht haben, an den fährt er ran. Und ich habe immer gesehen, wie kontrolliert Fritz war. Also es war wirklich beeindruckend. Und was mich dann eigentlich noch mehr beeindruckt hat, war wirklich das Laufen. Ich stand dann bei Kilometer 6 das erste Mal oder Kilometer 4 an der Lände. Und da sind die zwei dann ja zusammen angekommen, Philipp und Fritz. Und da habe ich halt ganz klar gesagt, Fritz, lauf nicht zu schnell los. Weil mir war ganz klar, dass hier keiner irgendwie im Amateurbereich einen 2,44er, 2,45er Marathon laufen würde bei den Bedingungen. Und da habe ich auch gesehen, wie Fritz sich wirklich rausgenommen hat. Und in der Situation, einen, mit dem du dich betteln willst und der anerkanntermaßen einer der besten Amateure der Welt ist, laufen zu lassen, das ist schon richtig, richtig stark. Und da wusste ich aber auch, das geht heute auf. Also du hast die Jungs auf jeden Fall unter Kontrolle und die Spuren, wenn sie müssen, ja. Und das haben sie heute auch gemacht. Und ich meine, der Erfolg gibt dir recht. Beide sind ja nicht eingegangen, ja. Also sowohl Ruben als auch du, ihr habt das Rennen durchgezogen. Wie stolz bist du da als Coach? Ja, voll. Also ich muss ganz wirklich sagen, das Beeindruckendste war, als ich dann halt gesehen habe, dass er echt in dem Bereich der Top 10, also irgendwann habe ich dann gemerkt, der läuft da mit Legenden wie Cameron Brown gerade und ist 20 Minuten hinter denen gestartet. Und natürlich kommen jetzt immer wieder die Sprüche, naja, die Amateure hatten Neo an, die Profis hatten kein Neo an. Das ist ja auch richtig, aber es ist ja in der Situation völlig egal. Und als ich dann geschnallt habe, dass Fritz halt A, im Bereich von 8,15 ins Ziel laufen kann und es waren heute keine einfachen Bedingungen, und vor allem halt noch in die Top 10 kommen kann. Und ich meine, er ist halt hinter Jojo ins Ziel gekommen und vor Maurice Clavel. Wie gesagt, den Neo lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja in der Situation für so einen Athleten völlig egal. Das hat mich dann schon geflasht und da war ich wirklich krass beeindruckt. Also, aber ist das denn nicht zukünftig einfach unfair, wenn Fritz jetzt immer noch als Amateur startet? Nein, weil er ist ja Amateur. Also das ist ja das, was ich immer sage. Er ist halt einfach ein Amateur. Er arbeitet voll. Ja, das ist, also nein, das ist ja nein. Das klingt jetzt ganz aber hart. Selbstständig aber war ich auch früher und ich war als Profi gemeldet. Wenn der Typ jetzt hier noch 50 Minuten schwimmt, dann müssen ja selbst die Profis Angst bekommen mit 20 Minuten Vorsprung, oder? Ja, dann müssen die zwei aber noch jede Menge zusammenarbeiten über den Winter. Aber jetzt erstmal gucken, wie Hawaii läuft. Aber jetzt ist es ja auch egal. Also jetzt zählt einfach nur, was jetzt ist. Und das ist schon krass. Also wirklich Siebter und halt auch als Bayer hier in Rot und ich meine, wie viele Jahre nach deinem ersten Start hier, also ist ja irre, das braucht auch noch eine Woche, um das zu fassen. Ich auch. Sag mal, uns, wie geht's weiter für dich jetzt? Was sind die nächsten Ziele? Beziehungsweise, was hast du im Plan jetzt? Ja, ich hoffe mal, dass erstmal nichts im Plan steht, im Trainingsplan. Bier trinken. Heute feiern. Vielleicht ein bisschen Bier geben. Morgen aber vielleicht mehr Bier. Wir hatten nämlich schon den Plan, dass die eigentliche Party heute immer schon ein bisschen... Entschuldigung. Noch hast du gar kein Bier, oder? Man denkt, genau. Du hast schon was, aber noch nüchtern? Ja, also wir wollen eigentlich morgen eins trinken. Ja? Okay. Heute nur ein halbes. Okay. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Also allergrößten Respekt auch von meiner Seite her jetzt. Also hätte ich so nicht gedacht, dass ihr hier so krass abliefert. Ja, vielleicht sollte ich auch noch mal irgendwie einen Trainer wechseln, beziehungsweise noch mal anfangen. Dann laufe ich auch mal konstant. Also Fritz, noch mal ein paar Worte vielleicht an deinen ganzen Support. Ich habe ja gesehen, du standest im Ziel nur bei den hübschen Mädels. Ja. Genau, vielleicht da noch mal an alle deine Verehrer noch ein paar Worte. Also ja. Hauptding geht natürlich raus an Caro, meine Freundin. Das war jetzt auf dem Marathon heute schon einfach der Schlüssel, muss man sagen. Caro oder sie, der Support? Der Support von Caro, dass sie an jeder Verpflegungsstation stand, hat irgendwie dem einen Typen gesagt, ey, ich schütte dem mal einen Eimer Wasser über den Kopf, wenn der angelaufen kommt. Hat mir immer eine kleine Laufflasche gegeben mit Wasser, die hatte ich immer in der Hand. Ja. Und habe mich die ganze Zeit gekühlt, auch am Kanal, wo es dann wirklich mal zäh wurde von Verpflegung zu Verpflegung. Und ja, sie ist halt da immer mit dem Fahrrad irgendwie kreuz und quer überholt und war dann an der nächsten Verpflegung schon parat gestanden. Das ist ja das Gute hier in Rot, dass es erlaubt ist.
dass man sich Verpflegung anreichen darf. Also ihr seid ein wirkliches Team da zu zweit, ja? Also wir hatten das noch nie gemacht vorher und das hat halt heute legendär gut geklappt. Jetzt musst du sie also immer mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, die kannst du nicht mehr zu Hause lassen. Bei Ironman ist es ja eh verboten, leider. Ja. Ansonsten, nächstes Ziel. Hast du noch einen Ironman jetzt geplant dieses Jahr? Ich bin ja noch für Kona qualifiziert. Also ist da noch was? Aber da hatte ich jetzt auf den letzten 5 Kilometer mir gedacht, da könntest du ja auch mal ein bisschen die Sonne genießen einfach. Aber mach doch mal eine Ansage hier. Ich meine, die Sonne genießen kannst du auch auf Hawaii. Ja? Da wird es ja noch ein bisschen heißer, vielleicht auch ein bisschen schwüler. Machst du da auch die Altersklasse klar? Beziehungsweise overall, was denkst du, die Amateurklasse? Nur wenn mit Neo schwimmen ist. Okay. Ey, also 13 Wochen sind es noch und wenn er mit Neo schwimmt, dann kommt er gar nicht aus dem Wasser raus. Wir wissen wie warm es da ist. Aber jetzt ist natürlich erstmal die erste Woche frei, ganz klar. Also gibt es auch keinen Plan im Training. Und ich glaube gerade so diese 59, das ist ja völlig egal eigentlich, ob du eine Stunde schwimmst oder 59, aber das ist psychologisch natürlich sensationell. Und ich glaube, der Kerl hat jetzt auch so ein bisschen Blut geleckt. Er hat gemerkt, dass mit Arbeit im Schwimmen, Schwimmen kommt vom Schwimmen. Muss ich dir nicht erzählen, das ist einfach so. Die Radstrecke auf Hawaii ist wie geboren für ihn. Also es ist absolut diese Rolling Hills. Er kann einfach gut über die Wellen drücken, ist jetzt kein Kletterer, aber er hat einfach richtig starker Rouleur. Und dass er in der Hitze laufen kann, das hat man jetzt gesehen. Und man darf halt auch nicht vergessen, er ist im April einen 2:34er Marathon in Hamburg gelaufen. War auch ein Experiment von mir, um das mal zu gucken, wie das funktioniert. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und ich freue mich total einfach jetzt mit diesem Wissen, dass eigentlich das Jahr, was auf Hawaii passiert, ist Krönung. Ist Fritz dann sozusagen Top-Favorit? Auf Hawaii? Ja. Er ist ja das erste Mal da, aber ich meine, ich war jetzt 8-mal als Athlet da, 4-mal als Trainer. Ich weiß schon, wie man die Jungs präpariert auf Hawaii. Und Benny Winkler war bei mir im Training, als er das erste Mal auf Hawaii gestartet ist, war First Man out of the Bike. Ist dann, glaube ich, in der Altersklasse 4. geworden und gesamt 52. Und das Ziel auf Hawaii wird für Fritz schon auch sein, Top 50 gesamt. Ja. Das ist ein gutes Ziel, finde ich. Top 50? Top 50 gesamt. Das ist aber immer noch relativ zurückhaltend, würde ich mal sagen. Ne? Also Fritz, wir erwarten Großes von dir. Wir sind auf jeden Fall tief beeindruckt. Die Kölner ziehen den Hut oder die Cappy, ja, die Pushing Limits Cappy. Ich würde mal sagen, auch stellvertretend jetzt für Niki Bock, der ja leider nicht hier sein kann, weil er was Besseres zu tun hat. Ja, die Familie ruft. Das Beste, was es gibt. Und Nicky Boy, der kommt auch noch mal gleich, der liegt noch ein bisschen schachmatt auf der Matte. Den habt ihr auch niedergerungen heute, also allergrößten Respekt von uns noch mal. Gute Regeneration, gutes Training weiterhin, viel Erfolg beim Schwimmen. Wir sehen uns. Danke euch und danke Nilsi. Gut gemacht.